Das wohl schönste Gefühl aber schenkt uns die Liebe. Es ist das faszinierendste Phänomen, das das Leben hervorgebracht hat. Sie kann uns ergreifen und unser ganzes Leben verzaubern. Aber sie bleibt unsichtbar und unberechenbar. Und doch sind fast alle Menschen sich einig, dass es sie gibt, weil fast jeder sie schon erlebt hat. Über nichts anderes ist im Verlauf der Menschheitsgeschichte mehr nachgedacht, erzählt, geschrieben worden, als über die Liebe. Und doch ist die Liebe etwas geblieben, von dem wir so gut wie nichts wissen. Wir sind fast alle noch Analphabeten der Liebe. Aber was ist Liebe in Wirklichkeit? Ist sie ein schönes Gefühl? Ein wohlwollender Gedanke, ein bestimmtes Verhalten oder ein besonderer Bewusstseinszustand, wenn ich bereit bin, für den anderen alles zu tun? Oder ist sie unser wahres Wesen? Viele Menschen werden krank an ungelebter Liebe. Warum liebe ich meinen Partner? Brauche ich überhaupt einen Partner? Warum habe ich einen Partner? Liebe ist der wohl schönste Grund, den Verstand zu verlieren. Liebe ist in Wirklichkeit unser wahres Wesen. Wir sind erst angekommen, wenn wir Liebende geworden sind. Ein wahrhaft Liebender schließt nichts mehr aus. Er liebt das Leben, sich selbst und alles, was ist. Und er kennt hinter allem das eine Sein. Liebe, die sich auf ein bestimmtes Objekt richtet, ist eine stark eingeschränkte Form von Liebe. Erst die objektfreie Liebe ist wahre Liebe. Denn wer nur etwas oder jemanden liebt, liebt eben vieles andere nicht. Das heißt nicht, dass wir nicht einen bestimmten Menschen lieben können, ein Tier, ein Sonnenuntergang. Aber eben nicht nur, sondern auch. Doch ganz gleich, was Liebe sein mag, wir alle sehnen uns nach Liebe. Die Liebe ist der Weg, auf dem man sich miteinander macht, um letztlich bei sich selbst anzukommen. Liebe braucht man nicht lernen. Und sie ist das Einzige, was zunimmt, je mehr man davon verschenkt. Ohne Liebe gibt es keine Entwicklung zu sich selbst. Das Spiel des Lebens hält viele Geschenke für uns bereit, aber das wohl schönste Geschenk ist die Liebe. Manchen begegnet sie als die eine große Liebe. Und wenn sie Glück haben, können wir mit ihr durchs ganze Leben gehen. Und doch, lieben zu lernen, ist ein lebenslanger Prozess. Eigentlich ist es kein Lernen, es ist ein Erinnern an die Wirklichkeit. Und dann erleben wir, wahre Liebe ist immer glücklich. Denn der andere kann mich ja nicht hindern, ihn zu lieben. Das Problem entsteht erst, wenn ich ihn auch haben will. Wahre Liebe hat immer nur einen Anfang und nie ein Ende. Liebe besteht auch aus vielen kleinen Aufmerksamkeiten und manchmal einer großen Unaufmerksamkeit, wenn der andere etwas scheinbar Unverzeihliches getan hat. Also machen Sie es dem anderen leicht, Sie zu lieben. Seien Sie sympathisch. Der Beginn einer Beziehung kann noch so zauberhaft sein. Wie es weitergeht, bestimmen Sie selbst. Ich wollte eigentlich nicht über Beziehungen sprechen, sondern nur über die Liebe. Aber unsere erste Begegnung mit der Liebe beginnt meist mit einer Beziehung. Menschen
die wirklich lieben, leben deutlich länger, sind gesünder, vor allem aber glücklicher. Ist es nicht allein Grund genug, sich ganz auf sie einzulassen, bis nichts anderes mehr da ist als Liebe? Verwandeln, ja, verzaubern sie ihr ganzes Leben mit der Macht der Gefühle.